Hallo meine lieben Leute, hallo meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Andrea, I'm back with another banger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast in diesem Video. Ich weiß nicht, wie ich solche Videos nennen soll manchmal. Deswegen mal gucken, wie ich es nennen werde. Get ready with me, Makeup Tutorial. Ich denke immer, für Makeup Tutorials bin ich ein bisschen zu unprofessional. Like, look at my background. Yeah, this shit really unprofessional. In diesem Video werde ich mich schminken und ich möchte ein bisschen wieder was anderes machen. Ich möchte ein bisschen wieder creative werden. Heute kommt endlich wieder Lidschatten zum Einsatz und ich bin so gespannt, wie es werden wird. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde es mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Abonnieren ist kostenlos und die Glocke aktivieren ist genauso kostenlos und dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ich was poste. Und vergiss auch nicht, mir auf meinen Social Media zu folgen, auf Instagram und TikTok. Ich benutze kein Snapchat, deswegen, wenn ihr wisst, wie ich auf Snapchat heiße, dann bitte edit mich da nicht. I don't use it, I hate Snapchat. Das einzige, der uns... Oh mein Gott, Andrea, kannst du bitte normal reden? Der einzige Grund, warum ich Snapchat benutze, ist wegen den Memories und weil ich manchmal Snaps mache. But I don't like post on Snapchat or something, because meiner Meinung nach ist Snapchat voll die perversen App. Das sind alle, die nur Nudes wollen und so quick, wisst ihr so. And I'm just not the type of person. Ihr könnt Snapchat haben, it's not for me. Ich finde, das hat sich so viel irgendwie an meinem Schminktisch verändert. Ich habe so viel aussortiert, ich habe so viel neu gekauft und so. Ich habe irgendwie verlangt nicht mehr so, ja, einfach gezeigt, what's up in here? What is wrong? What is popping in here? Wir müssen natürlich mein favorite step von immer machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Beauty Guru Band, the fuck? Leute, ich weiß nicht wieso, but I'm really scared. Ich bin irgendwie so in letzter Zeit in einer Phase, wo ich irgendwie voll so natural sein möchte. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie so natural Make-up machen und mehr ausprobieren in diesem natural Make-up-Bereich. I just feel like being a little bit more natural in letzter Zeit. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine extra Bitch bin. Das sieht ja danach mal gar nichts aus. I don't know, guys. Ich hab's noch nie gemacht. Girl, I don't know what to do mit dieser Menge. Das ist irgendwie zu wenig. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich zur Schule gehe und das ist mir zu anstrengend, jeden Tag etwas Neues zu machen und fucking kreativ zu sein für einen Ort, der scheiße ist. Und ja. That's the tea about today. Let's just start. Oh my God, I'm talking way too much. Diese Aufnahme geht schon 4 Minuten und ich habe die ganze Zeit nur scheiße gelabert. Jedenfalls, ich werde jetzt einen Primer benutzen. Ich war bei Action und ich habe das gesehen. Ich wollte das schon immer kaufen, weil es so diese Glasverpackung hat und es hat diese Glasverpackung, es sieht voll cool aus und das war voll günstig. Das hat nur 2 Euro gekostet. Das ist so ein Mattifying Primer und ich habe einen Mattifying Primer gekauft, weil ich matt wollte. Leute, jetzt Andrea von der Zukunft. Wundert euch nicht, ich höre gerade den Himmel. Was ich gerade einfach nur sagen wollte, oh mein Gott, Leute, ich komme in diesem Video so fucking dumm vor. Warum kauft man sich auch einen Mattifying Primer, wenn man matt möchte? Das ist doch voll logisch. Oh mein Gott, ich hoffe, ich komme mir so dumm vor. I really can't with myself. Ich lache schon die ganze Zeit, während ich dir das Video schneide. Ich möchte nicht so was Hydrating ist oder was mir Glow gibt. Ich möchte nur noch matte Sachen. Deswegen habe ich gedacht, let's give it a try. Ich habe überlegt, ob ich es nehmen soll, aber dann habe ich mir so gedacht, so, weißt du was, Andrea? Don't give a fuck, just buy it. Das ist von der Marke Max & More. Und ich habe es ausprobiert und es hat so gut bei mir funktioniert. Mein Make-up hat so gut und lang gehalten. Und es hat so lange gedauert, bis ich überhaupt oily geworden bin. I think it's very good. Also ich weiß nicht, ich habe es nur 2 Mal bis jetzt ausprobiert. Ich denke, mein Produkt muss man länger ausprobieren, dass man wirklich sagen kann, wie es ist. Aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich mache dann immer so... Manchmal 2, manchmal 1 oder so ein und einen halben Pumpenspender. Boop, 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 boop. Das ist das erste Mal, wo ich wirklich spüre, dass ich das wirklich wie ein Primer anfühle. Sonst bei vollen Cream Primer, die ich bisher gekauft habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich Primer auftrage. Es hat sich einfach angefühlt wie Creme. Aber das Ding ist, ich kann nicht wirklich sagen, ob meine Poren damit gefüllt werden, weil ich Primer nicht benutze, damit das meine Poren füllt. Ich benutze es nur, dass ich matt bleibe. Ich mache auch immer meine Smile Lines.
I'm gonna do my brows now. Und bei Augenbrauen werde ich... Ich habe hier so Eyeliner bei Primark gekauft, so Eyeliner-Stifte. Weil in der End, da gibt es einfach keine Augenbrauenfarben, so die Dinge sind. Da gibt es richtig komische Farben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber da gibt es nur so gräulich, bräunlich. Da gibt es nicht wirklich so ein Brown, was ich will, so dunkelbraun. Und dann habe ich es bei Primark gesehen. Also ich finde, meine Eyeliner haben zu viel Deckkraft für Augenbrauen. Da muss dann sehr vorsichtig arbeiten, wenn ich den benutze. Ich benutze diesen Eyeliner von Primark. Da gab es einen in einen helleren Braun und so einen dunkelbraun und jetzt diesen schwarzen Stift von Essence. Diese Eyeliner sind zusammen mit so einer Spitze gekommen und die Spitze sind mega gut. Ich hatte bis jetzt schon so viele Spitzer für Augenbrauen und so und bis jetzt waren die alle so komisch. Meine Stifte sind immer abgebrochen, wenn ich die benutzt habe, aber die sind so gut und die Spitzen voll gut. Also ich lieb's. Ich lieb's. Ich werde vorne dieses dunkelbraun benutzen und hinten werde ich das schwarz benutzen. I really don't know why, aber ich habe das Gefühl, es wird noch ein zweiter Lockdown kommen. Leute, ich bin so der Podcast-Fan geworden. Ich liebe Podcasts. Ich bin so obsessed irgendwie. Ich habe noch nicht so viele ausprobiert, weil ich versuche eigentlich noch so ein bisschen nachzukommen mit dem Podcast, den ich jetzt höre. Falls ihr nicht wisst, welchen Podcast ich höre, Pussy Talk von Adorable Caro und Sonny Loops. Ich finde es so cool. Also ich muss wirklich sagen, so die beiden sind so von dem Style her schon ein bisschen ähnlich von dem, womit ich mich identifizieren kann. Aber trotzdem so von den Menschen her, die zusammen als Kombination hätte ich irgendwie nicht so erwartet. Und bei dem Pussy Talk finde ich trotzdem, dass sie irgendwie voll gut harmonieren, weil die beiden haben so verschiedene Ansichten und Opinions. Und ich finde das gut, weil es ist besser, wenn man auch so beides hat und nicht nur zwei Menschen, die so ähnliche Opinions haben. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann denke ich auch, dass es ein bisschen langweilig ist. Ich liebe diesen Talk. Apropos zu Podcast. Leute, ich war früher nicht Podcast-Fan. Ich habe Podcast überhaupt nicht gefeiert früher. Ich finde einfach, ich habe mich so weiterentwickelt. Ich werde schon wirklich zu so einem richtigen jungen Erwachsenen, habe ich das Gefühl. Ja, jedenfalls, ich bin wirklich obsessed mit Podcasts. Und manchmal habe ich keine Zeit, YouTube-Videos zu schauen. Und da finde ich Podcasts wirklich so eine voll gute Idee. Oder zum Beispiel, wenn ich manchmal Bilder bearbeite oder so, dann höre ich einfach währenddessen so Podcasts. Ich finde es einfach so cool. Ich weiß nicht, ob dieser dunkelbraune Augenbraunstift viel gemacht hat für meine Augenbrauen, weil es sieht einfach alles für mich gerade schwarz aus, vielleicht im Camera Not, aber für mich schon. Ein paar von euch haben mir geschrieben in die Kommentare, dass ich meine Augenbrauen zu dünn mache und dass ich meine Augenbrauen wachsen lassen soll. Und zu der Sache muss ich einfach nur sagen, no. No. Ich liebe es, meine Augenbrauen dünn zu machen. Ich werde meine Augenbrauen nie wieder mehr dick machen. Ich sehe immer aus wie ein Monster damit. Ich hasse dicke Augenbrauen. Nee, never ever happening again. Ich will mich nicht mehr an meine Augenbrauen von früher erinnern. Ich muss ehrlich sagen, dass, wenn ich mir Videos von anderen schaue, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass meine Augenbrauen früher nicht mal so schlimm waren. Es gibt wirklich Videos und Fotos von anderen Menschen, wo ich mir denke, wow, your brows were looking rough. They were looking rough. Baby, rough. Und deswegen bin ich ziemlich stolz auf mich, dass meine Augenbrauen nie so arg aussehen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass meine Augenbrauen schon ziemlich schrecklich waren früher. Wenn ich ungeschminkt fast keine Augenbrauen habe, dann ist das für mich okay. Also ich finde es gar nicht ehrlich gesagt so schlimm mit meinen Halb-Augenbrauen oder fast gar keinen Augenbrauen, die ich auf meinem Gesicht habe, rumzulaufen. Für mich ist das irgendwie so normal, okay, natural. Ich hätte so gerne einfach einen anderen Background. Einen anderen Background, wo ich mich schminke. Und das Ding ist, ich würde es gerne in dem anderen Raum machen, wo ich manchmal bin. Aber das Problem ist, es ist zu anstrengend, mein ganzes Make-up dorthin zu schleppen und dann wieder zurück. That's just so much work. Like, who has time for that? Falls ihr euch denkt, warum ich nicht zuerst mein Lidschatten mache und dann mein Make-up. Ich mag das nicht so. Wenn ich zuerst mein Lidschatten mache und dann mein Make-up, weil ich habe das Gefühl, mein Make-up wird dann nicht gut. Weil ich mich so konzentriert habe, meinen Lidschatten gut zu machen, dass ich mein Gesicht da nicht so gut mache. Ich benutze hier jetzt Concealer, um meine Augenbrauen zu umranden. Seit die Schule generell begonnen hat, hat das Wetter einfach sich dazu entschieden, gut zu sein. Like, fuck you. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich freue mich richtig auf den Herbst. Ich liebe den Sommer. Sommer wird für immer meine Lieblingszeit bleiben. Nummer 1, immer. Aber ich liebe den Herbst auch. Ich weiß nicht, ich finde, man kann da voll viele Sachen tragen. Mehr Sachen als im Sommer. Ist meistens zu heiß für ein paar Sachen. Ich freue mich schon, im November oder Dezember ins Kino zu gehen und Filme zu gucken und danach nach Hause zu gehen. Und oh, ich liebe diesen Vibe einfach. Apropos Dezember. Ich kann kaum fassen, dass dieses Jahr einfach schon wieder fast vorbei ist. So schnell ging das. Ich weiß, es sind so viel Scheiße in diesem Jahr passiert, aber ich muss ehrlich sagen, this year was not that bad. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht einfach nur, weil ich mich so viel auf mich selber konzentriert habe, weil ich finde es immer wichtig, dass auch wenn voll viel Scheiße auf der Welt passiert, dass du trotzdem
auf dich Focus bleibst. Zeig Empathie, aber lass es trotzdem nicht an dich ran. Wenn ich mir alles so krass zu Herzen nehmen würde, was auf dieser Welt passieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot, weil ich bin so ein mitfühlender Mensch. Das Video geht 17 Minuten. Ich habe bis jetzt nur meine Augenbrauen gemacht. Leute, ich mache meine Augenbrauen, falls ich dann bin ich zurück. Ich bin fertig mit meinen Augenbrauen. Ich mache jetzt mit meiner Foundation weiter. Ich habe meinen Beautyblender jetzt gerade schon nass gemacht. Ich benutze wieder diese Topshop Foundation, diese Longwear Liquid Foundation. Ich liebe diese Foundation, weil sie so natural ist, aber für die Schule empfehle ich diese Foundation gar nicht. Einfach nur, weil wir gerade worldwide in einer Pandemic sind. Egal, ob du oily skin hast oder nicht, diese Foundation wird sich so auf deine Maske abtragen. Foundation in diese Haare, like why? Leute, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte Wochenende, das war mein erstes Wochenende nach der ersten Schulwoche und ich habe irgendwie voll aus den Augen verloren, dass ich in die Schule gehe. Ich will mir das einfach generell so angewöhnen, wenn ich zu Hause bin, abzuschalten. Manchmal, wenn ich zu Hause bin, schalte ich nicht wirklich ab und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, oh mein Gott, morgen gehe ich in die Schule, morgen gehe ich in die Schule. Und dann merke ich erst, dass ich meine ganze Zeit damit verschwende, die ganze Zeit über die Zukunft nachzudenken, obwohl ich das nicht machen sollte. Ich liebe es so zu concealen, wie ich es in letzter Zeit mache. I'm really a big fan of my concealing art. What's pussy talk? English, Spanish, and French. Euros, dollars, and yens. I wanna feel good too. Don't I make you feel good? You get me so excited. Trying to win a room with a rockstar. Baby, let's go, we can go far. Leute, falls ihr euch denkt, ich habe mir extrem angewohnt, meinen Bake in meine Haut einzublenden, statt immer voll viel drauf zu machen und das dann alles wegzumachen, because that shit is just annoying. Ich bronze jetzt mit meinem Lieblingsbronzerpinsel. I love a bronzed face. Ich werde ein bisschen was auf mein Forehead machen. Ich mache jetzt mit Blush weiter. Und jetzt, wo ich mit meiner Base fertig bin, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Lidschatten. Für Lidschatten, ich habe mir so einen Look überlegt, werde ich den einblenden. I'm kind of low-key scared. Es ist ein bisschen schwer, but I'm always here for creative stuff. Weil mein Outfit heute wird auch rot sein. I hope it goes well. Wir werden natürlich die Farben aufbauen und nicht einfach gleich bam, boom, bam. Ich benutze meine Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Palette. Habe ich von AliExpress bestellt. Voll die geile Palette und noch günstig dazu um 11 Euro. Ich weiß nicht, ob die jetzt billiger oder teurer geworden ist. Soll ich euch näher ranholen, dass ihr sehen könnt, was ich mache? Ja, let's just start this. Ich hole euch näher ran, dann könnt ihr mir sehen, was ich mache. Ich würde sagen, langsam die Farbe aufbauen. Das heißt, wir gehen mit ein bisschen. Achso, warte, ich habe nicht gesagt, welche Farbe ich benutze. Ich benutze diese Farbe von hier, weil das am rötlichsten aussieht. Und oh, guckt euch das an. Wir nehmen natürlich nicht so viel machen. So. Ich tue das immer so stampen. Dann fange ich an zu blenden. Diese harten Linien hier.
Ich finde, Blenden ist wichtig. Und dass ihr mit wenig beginnt, weil schaut schon, wie krass das ist. Stell dir vor, ich bin voll viel reingegangen. Always start with a little bit. Du kannst nämlich immer wieder aufbauen. Dann tue ich das wieder nur so stampen. Und dann fange ich wieder an, das auszublenden. Ich würde sagen, wir machen das jetzt genau so ein paar Mal. Und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Okay, das sieht jetzt ein bisschen heftig aus und ein bisschen messy, muss ich ehrlich sein. Aber Leute, we gonna fix this. Ach, wir werden jetzt einfach unsere Crease cutten. Ich cutte meine Crease gerne mit weißem Concealer. Sie hat mehr so eine Farbe genommen, die so ihren Hautton ähnelt. Deswegen nehme ich so ein bisschen was von meinen Whitening Drops und vermische es etwa mit einem Concealer, der meinen Hautton ähnelt. Jetzt tue ich meine Crease cutten. Oh mein Gott, I did it. Ich muss zuerst aber den ganzen Concealer drauf machen und das dann wegwischen. Ich habe jetzt mein Auge ein bisschen abgekleidet und versucht, das so gut wie möglich zu machen. But I think it looks very good. Sie hat jetzt noch Kirschen gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich Kirschen nachmachen soll oder ob das überhaupt alles klappen wird. I'm just very scared in general. Ich mache jetzt diese Kirschen. Ihr wisst schon, diese Stängel-Dings, wie ich sage. Hi Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe dafür Hours gebraucht. Ich habe für diese ganzen Kirschen einfach fucking 40 Minuten oder so gebraucht. Es hat so lange gedauert, ich kann wirklich gerade einfach nicht mehr. Ich bin so müde, but I'm very proud of the Ergebnis. Also es war wirklich schwer, das alles sauber und so schön hinzukriegen, weil ich auch nicht diese Tools habe, die man für solche Detailworks benutzt. Aber I really tried my best and I think it turned out really good. Ich würde sagen, I'm gonna finish my makeup now. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit Eyeliner. Ich will, glaube ich, nur einen Lidstrich machen. Ich werde, glaube ich, keinen Eyeliner machen. Aber irgendwie habe ich so voll die Lust, einen Eyeliner zu machen. Mascara. Das Mädchen hat auch noch roten Kajal in ihre Wasserlinie gemacht. So, ich nehme dafür einen Lip Liner. Krass. Ich hoffe, ich sehe nicht aus, als hätte ich Drogen genommen. Ja, Leute, das ist mein Finished Look. Ich habe viel off-camera gemacht. Es hat so lange gedauert, diese scheiß Kirschen zu machen, dass ich dann irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, das dann noch mitzufilmen. Ich versuche besser zu werden, meine Eyeshadow zu filmen. Dieser Look hat mich so lange gebraucht und ich weiß echt nicht wieso. Es ist nur wegen diesen Kirschen da. I really like it und ich zeige euch jetzt gleich mein Outfit. Also ich hatte das gleich schon mal an, da war ich aber ganz blau, da war mein Eyeshadow blau, da war das schwarz und da war das blau und schwarz und jetzt ist alles rot und es ist so cool, Mädchen, es ist so matching und I just think that's so cool, like I really love it, I feel it's so cute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns zu einem nächsten Video irgendwann wieder und ja, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt, habt euch alle ganz so lieb. Tschüss.